Auf dem Wiener Neustädter Flugfeld wurde die Saison im österreichischen American Football gestartet. Traditionellerweise ist die erste Veranstaltung der Niederösterreich Cup, wo 6 Mannschaften um den Cupsieg spielen. Dieser Sieg ist auch zugleich der Meistertitel in der niederösterreichischen Landesliga. Die Stonefield Bulldogs in den gelben Dressen empfingen auf ihrem Heimplatz die Mercenaries und Oilers. Es war dies der Auftakt zu einem 4-tägigen Cup-Bewerb, wo 6 niederösterreichische Mannschaften aufeinander trafen. Die weiteren Gegner waren die Invaders, Thunderbolts und Rangers. Wir haben sie für den Niederösterreich Cup heuer keine sehr großen Erwartungen gesetzt. Es ist mehr Vorbereitung für die Meisterschaft für uns. Obwohl American Football in Österreich nur eine sportliche Randerscheinung ist, kann man auf eine recht lange und doch erfolgreiche Geschichte zurückblicken. Derzeit gibt es bundesweit 22 Mannschaften. Niederösterreich stellt 6 Teams, die in den oberen 2 Spielklassen die Meisterschaft bestreiten. Es wird seit mehr als 15 Jahren in Österreich American Football gespielt. Und man kann sagen, dass dieser Sport eine rasante Entwicklung nimmt und vor allem in Niederösterreich, wir sind der stärkste Landesverband. Und wir sind guter Dinge, dass vor allem solche Veranstaltungen trotz schlechten Wetters ein bisschen eine Szene zeigen und vor allem die Jugend auf die Sportplätze bringen wird. Die Frage, die sich bei American Football immer wieder aufdrängt, ist jene nach der Verletzungsgefahr bei dieser Sportart. Wenn man das Spiel so beobachtet, kommt man darauf, dass man sicherlich sehr gut durchtrainiert sein muss. Ne? Von der körperlichen Konstitution, naja, würde ich sagen, hätte ein paar Vorbilder da drin. Ne? Für American Football gibt es strenge Auflagen. So benötigen die Spieler zum wettkampfmäßigen Betreiben ihres Sports ein ärztliches Attest. Ohne das Okay eines Arztes wird kein Footballer auf den Platz gelassen. Dazu ist zu sagen, dass der Sport sehr dynamisch für den Betrachter ist. Aber er ist nach innen sehr mit strengen Regeln bedacht. Das heißt, es wird sehr viel Wert auf Sicherheit gelegt. Das heißt, es gibt sehr strenge Rules und das kleinste Vergehen wird geahndet. Nach der Auftaktrunde in Wiener Neustadt standen noch 3 Spieltage im Cup an. Die favorisierten Mercenaries und Rangers konnten sich an die Tabellenspitze setzen. Den Cupsieg werden sich auch wahrscheinlich diese beiden Teams untereinander ausmachen. Für die Stonefield Bulldogs ist das erklärte Ziel der heurigen Saison das Erreichen des Playoffs. Mit dem Verzicht auf Legionäre und dem Motto Football just for fun wird das aber sicherlich keine leichte Aufgabe.